Moin YouTube und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. So, wir haben unseren Ausblick auf die Erdhütte. Links davon steht unsere süße kleine Hütte hier. So, was haben wir denn hier alles noch? Also unser. Wie sieht denn das hier aus? Okay. Wächst und gedeiht allmählich. Allmählich. Ist doch alles das Gleiche. Hier weiter purzeln die. Das brutzelt der Lehm. Wie ist unser Stand? Oh. Zwei, okay, zwei Brot. So, sollten wir jetzt unser zweites Brot voll kriegen, werden wir direkt. Ach, stimmt. Kriegt man nicht. Haben wir den Samen denn noch gepflanzt? Nein, haben wir. Doch, haben wir. Dann werde ich, schätze ich mal, jetzt mal die. Oh, wieder auf. Werden wir jetzt wieder mal umschalten auf Option. Einfach. Ja, einfach spielen wir jetzt mal ein bisschen. Ich werde mir jetzt mal ein Zeug hier. So. Ach, weißt du was? Dann craften wir uns gleich mal eine neue. Ja, ich wollte jetzt direkt dann runter in die Höhle gehen. Und gucken, dass wir ein Skelett kriegen, dass der dann. Auch mit ein bisschen Glück uns was Schönes spawnt. Ich pack mir sie hier ein. Erstmal. Ja, meine Ding ist wieder laggy. Und zwar extremst laggy. Okay, so. Fein bist du. Wir gehen jetzt erstmal runter, klopfen mal ein paar Skelette von mir, hoffentlich weiche ich. Ach, leck mich an. Hier ist unser kleiner Raum, wo wir mal ein bisschen abgebaut haben. Gehen wir mal eine Runde, da soll es eigentlich ein bisschen besser aussehen. Und sehe da. Ja, dass es jetzt auch wirklich besser ist. Ach, stimmt, hier haben wir ein bisschen runtergegraben. Ah ja, hier unten ist unsere kleine Höhle. Ey, das ist bei mir so heiß. Moment mal ganz kurz. Ich schalte mal ganz kurz den Ventilator an. Ja, extra mal auf ein bisschen niedriger, damit ihr das nicht so mitbekommt. Aber ich schätze mal schon, dass man den hört. Hör ich mir gleich mal an, ne? Oh, kommt schon, Kleine, wo seid ihr? Und ich höre jetzt auch nichts. Moment. Ach komm. Okay, Musik ist. Sound ist voll. Ja, warum haben. Ach ja, ich habe es auch zu gut ausgeleuchtet. Muss ich sagen. Dann verschwinden wir mal wieder hoch. In der Hoffnung, dass wir irgendwann mal auch mal ein Skelett finden. Oder der Baum durch Zufall jetzt gewachsen ist, was auch geil wäre. Und Essen fängt schon wieder uns zu qualen. Nein, dich will ich nicht wegwerfen. Und jump, 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 da-da-dum, dum, da-da-da-da-dum. Ja, heute, bei unserem Song des Tages heute, habe ich einen Videovorschlag bekommen. Das zweite schon. Freut mich sehr, dass ihr auch wirklich an mich denkt. Ist jetzt nicht irgendwie komisch rüberkommen, aber ich meine jetzt nur im Sinne von an mich denken. Ihr schickt was. Und essen. Und mir was Sachen vorschlagt. Vorschlagt. Ist doch egal. Und ich sie dann mit einbeziehen kann. Wäre richtig cool. Ich glaube, den Kanal von dem habe ich noch nicht gepostet. Mache ich den direkt in der Beschreibung.
Sollten wir irgendwas abbauen mal? Oder ist er. Wollen wir da weiterbauen an der Brücke? Ja, wir bauen weiter an der Brücke. Hier unser grüner Klaps in der Luft. Den wollte ich jetzt aber nicht abbauen, wirklich. Eine Schaufel haben wir noch da. Okay. Ach, was, warum will ich eine Schaufel denn? Ich Idiot. Ja, Pflasterstein mit. Damit es auch aufgeht. Damals immer noch. Ach, hier. Ah, ich Vollidiot, das ist ja auch Stein. Oh. Ich frage mich die ganze Zeit, warum das nicht geht. Lol. Und ich habe schon wieder 6 Minuten verplappert. Da ist der Baum gewachsen. Dann rushen wir mal schnell dahinter. Oh mein Gott, ist die schon lang. Dann hoffe ich mal, dass wir irgendwann auch wirklich auf Land treffen. Und ich baue mal einfach da unser Palast weiter. Und wir bauen und bauen und bauen. Bauen, bauen, bauen. Also ich fand ja in der letzten Show-Folge, fand ich dir das Haus, ich finde es recht hübsch. Ich habe jetzt auch eine kleine Stadt dazu gebaut, also was heißt Stadt, ein kleines Dörfchen mit ungefähr 6 Häusern. Moment. Eins, zwei, drei, ja, 4 Häuser. 4 Häuser sind es erst. Erst 4. Aber ich komme im Moment eigentlich nicht wirklich dazu, Minecraft zu spielen. Let's Play Minesweeper kommt auch noch heute. Und ich habe auch schon eine Theorie, aber die verrate ich euch in dem Let's Play. So, und wir bauen weiter die Brücke. Wir machen sie jetzt mal 2 nice lang und 3, 2, 1. So, alle weg. Wir sehen unsere Insel nicht, weil ich natürlich die Reichweite vom Sehen nicht wirklich hoch habe, auch winzig, um ehrlich zu sein, weil sonst alles hier leckt. Wie gedruckt. Und wir wollen jetzt gleich. Oi, da ist hier noch ein Baum gewachsen. Dann habe ich immer Glück. Hatte hier meine Axt drin. Ey, wir sind durchgekommen. Ja, wir sind. Hier ist meine Axt. In der Zeit gehen wir noch da drüben und schnell den massakrieren oder massakrieren oder wie das man auch immer nennt. Ja, andere Let's Plays. Habt ihr irgendwelche Fragen dazu? Oder Vorschläge, was ich mal ein bisschen Let's Playen soll? Ich werde mal gucken, ob ich das Spiel habe. Wenn nicht, werde ich es mir sabonieren und sabonieren, organisieren. Und einen zweiten, ich würde einen Apfel viel schöner finden. Wo ist die korrekte Aussprache? Ja, einen weiteren Setzling. Und ein Apfel, das ist Weltrekord. Nein, Spaß. Wir haben wieder mal einen Apfel in meiner anderen Let's Show Welt. Die ich eigentlich gar nicht als Let's Show Welt gedacht habe, sondern einfach nur so. Die sich dann schön entwickelt hat, finde ich. Hat der da. Schon wieder ein Apfel! Ich glaube, ich werde erstmal. Wo hast du den Apfel versteckt? Ist er. Ah ja, er war Wasser. Okay, ich habe schon gedacht, ich muss mir Sorgen machen.
Komm da nicht ran. Vorher noch einen schnellen Samen noch genommen. Axt nehmen und Holz sehr klein. Ich weiß nicht, vielleicht hört man es, vielleicht, aber auch nur vielleicht. Bei mir läuft im Hintergrund, na ratet, CDMW3. Schönes Gameplay gerade gehabt auf Dom. Schönes 30 zu 2. 3 für alle. Also schönes Score gehabt. Und die Gegner weggebasht mit der Sky-L. Ja. Und rechtzeitig gekommen. Naja, nicht das, was ihr wieder denkt, ihr Schweine. Und das kommt weiter hier rein. Ja. Ich hoffe nur, obwohl wir können unseren grünen Klotz eigentlich auch mal entfernen hier. Dann klopfe ich mir mal ganz kurz die den Dreck unter die Arme. Nimm aber noch auf jeden Fall. Aber so craften wir uns jetzt einfach mal schnell eine Eisenschaufel. Haben wir jetzt schon ein, zwei Eisen gefunden. Macht mir das jetzt nichts aus. Das brauchen wir. Die kommt hier rein, die auch. Ordnen können wir irgendwann anders mal. Wir spielen jetzt Minecraft. So, mittendrin im Geschehen ist immer gut. Ja. Heute echt cool, heute hatten wir Schwimmbad gehabt. Also waren wir im Schwimmbad von der also was heißt von der Schule aus? Es war so eine private Verabschiedung von einer Klassenkameradin. Eigentlich eine ziemlich nette. Aber ja, was soll ich sagen? Es ist kein Traummädchen. Aber trotzdem, ich habe es gern gemacht, weil sie wirklich cool war. Sie hat mich einiges schon abschreiben lassen, einiges schon in die Hand, weil wir uns eigentlich ziemlich gut verabschiedet, verstanden. Obwohl wir jetzt keinen wirklich guten Draht hat, sondern also egal jetzt, auf jeden Fall schreien meine Klassenkameraden, ja, wir können uns dann und dann treffen und so. Und wann und wo. Und dann waren wir auch noch ein Eis essen vorher. Also eine richtig coole Verabschiedung war es eigentlich noch. So, und die am lautesten geschrien haben, waren natürlich, ist denn natürlich nicht gekommen, wie immer. Was ich natürlich über alles hasse, weil sowas kann ich nicht haben. Wenn man doch genau weiß, man kann nicht, soll man doch seine Klappe halten und die anderen entscheiden lassen, ob sie können oder nicht. Naja, waren wir dann schlussendlich 4 Stück. Und die beiden, die wir verabschiedet haben, konnten natürlich auch nicht. Weil die eine Lehrerin, die Referendarin, durfte nicht, weil irgendwas passiert wäre, sie dafür in den Mangel genommen worden. Und die andere hatte einfach keine Lust auf Schwimmbad, wo ich mir gedacht habe, na toll. Ich hätte es mir vorstellen können, wären irgendwie so 2 Grad oder so, aber nicht bei, was hatten wir jetzt? Kollege hat auf dem Handy gehabt, die App. Wir hatten, glaube ich, 32 Grad im Schatten. Also, und das Wasser war echt cool. Und wir holen weiter ab. So, die letzten Minuten laufen an. Oh, er baut sich langsam ab. Kann auch nur gute Sachen heißen. In der Zeit pimmeln wir hier runter. Und sammeln einfach alles mit auf. Geronimo! Dum, dum, dum. Drun, dun, 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 dun. Da ist ein weiterer Baum. Ich hoffe, du gibst mir auch einen Apfel. Also ab 10 Äpfel werde ich wieder den normalen Mod einhauen. So den einfach. Also was heißt Mod? Den einfach. Ah, okay. Das ist davon, ich habe schon gedacht. So hoch war der jetzt auch wieder nicht. Ich habe noch nicht mal irgendwie einen Platz gebraucht, der draufstehen konnte. Also musste. Oder was waren denn noch die letzten Tage? Ja, von meiner Stiefmutter. Sie war im Krankenhaus, deswegen habe ich jetzt auch die letzten 2 Tage keine Let's Plays hochgeladen, nur einen Song des Tages. Und an dem Tag, wo das passiert ist, habe ich selbst noch nicht mal einen Song des Tages hochgeladen, weil wir wirklich alle im Krankenhaus saßen, mit ihr mitgefiebert haben, dass da nichts passiert. Und ein Apfel und ein Song.
dass ihr da nichts passiert ist und dann saßen wir wirklich von morgens bis spät im Krankenhaus. Was mich sehr, sehr angekotzt hat. Naja, auf jeden Fall ging ihr Au musste mir ihr Auto natürlich weg nach Hause bringen, weil. Was sind die da? Ah, da hinten. Ja, weil sie gefahren worden ist ins Krankenhaus von meinem Vater, der aber selber erstmal dahin kommen musste zu ihrer Arbeit, da er selbst ein Auto hatte. Und somit ist das Auto auf dem Parkplatz bei der Arbeitsstelle und. Auf jeden Fall hat sich dann ein Freund der Familie bereit erklärt, das Auto nach Hause zu fahren zu uns. So, ich bei ihm mitgefahren im Auto. Und er steigt ein und das Erste, was er sagt, naja, den können wir ja fummeln. Dazu muss man sagen, er ist schwul. Und ich persönlich habe nichts gegen Schwule, also wenn ich denke, ich bin hier jetzt rassistisch oder so. Aber ich fand es dann doch schon komisch, weil das man nicht gewohnt war zu hören. Ja, jetzt können wir ja endlich fummeln, weil jetzt können wir erstmal fummeln. Und dann sind wir weitergefahren und dann kamen irgendwann mal die Fragen, ja, was willst du wissen? Ich frage ihn, inwiefern willst du was? Was soll ich denn fragen? Und er dann so, ja, in deinem Alter wollte ich viel wissen, wie es ist mit Sex und so. Und ich dann so, naja, ich hatte mein erstes Mal schon. Und er so, hat dann gesagt, wie soll ich sagen, ich hatte das erste Mal schon. Und so, also ich fand das, also, wir haben viel gelacht dort. Ich fand es nicht schlimm. Also Leute, für euch auch kein Rassismus, wirklich. Auch mal Witze, kann man wirklich über maximal pigmentierte oder einfach Afroafrikaner reißen. Habe ich kein Problem damit, mache ich auch selber, aber wirklich nur dann, wenn er selber darüber auch lachen kann. Also nicht denken hier, ich bin hier so eine kleine, soll ich sagen, ich bin hier so, weiß ich nicht wer, und mache hier keine Witze, ja, maximal pigmentierte oder wie man sie auch immer nennen will, weil jede einzelne Bemerkung ist ja schon eigentlich rassistisch. Wie das Wort Mohrenkopf oder Negerkuss ist ja beides schon rassistisch, aber sie haben beide eine Bedeutung. Oder was heißt Bedeutung? Haben beide schon wieder als Essen. Jeder kennt sie, diese Schaumküsse. Negerküsse, Schaumküsse. Wir wollen ja weiter nicht drauf weiter eingehen zum rassistisch sein. Und wir haben 18 Minuten Let's Play, also haut rein, Leute!